Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um Folgendes. Respawn überlegt tatsächlich, das aktuelle Locked and Loaded Event als permanente Geschichte zu implementieren. Das ist zwar noch nicht in Sack und Tüten, die Entscheidung wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Diesen Post habe ich übrigens bei Twitter gefunden. Dort geht es darum, dass tatsächlich die Überlegung da ist, aber sie sich noch nicht richtig sicher sind, wollen wir das wirklich machen, was könnte das vielleicht für Konsequenzen haben, was müsste am Lootpool angepasst werden und. Deswegen jetzt schon mal den Aufruf in den Kommentaren, was würdet ihr davon halten, wenn die Locked and Loaded Regeln ins Spiel permanent finden? Warum muss der Lootpool angepasst werden? Ist eigentlich ganz simpel. Aus dem Lootpool fliegt dann raus der weiße Rucksack, das weiße Knockdown, der weiße Helm und das weiße Schild. Die sind dann nicht mehr zu finden, es sei denn, du siehst sie irgendwo auf dem Boden, weil ein Gegner das gedroppt hat. Das ist tatsächlich noch eine Variante, die besteht. Aber ansonsten findest du keine dieser vier weißen Sachen mehr am Anfang. Auch unklar ist noch nicht, starten wir wieder mit einer Mosambik, mit einer P20. Das sind so die einzigen beiden Waffen, die ich mir tatsächlich realistisch vorstellen kann. Alles andere wäre wahrscheinlich overpowered, wenn du da vielleicht gleich mit einer 301 startest oder sowas. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Was ich positiv finde, sollte das wirklich implementiert werden, ist ja im Allgemeinen auf der gesamten Map, egal auf welcher Map, mehr Platz für Loot, weil die ganzen weißen Sachen, die wir nicht mehr so finden, es sei denn, es droppt ein Gegner, die müssen ja irgendwo ersetzt werden durch anderen Loot. Und deswegen ist so ein bisschen meine Vermutung, es könnte vielleicht sein, oder das wäre zumindest meine Hoffnung, dass vielleicht noch ein paar mehr alte Hop-Ups zurückkommen. Es ist ja immer so, dass jedes Season irgendein Hop-Up dazukommt, ein alter rausfliegt und dann kommt mal wieder ein alter dazu, mal wieder ein neuer und so weiter und so fort. Es gibt ja genug Leaks über verschiedene Hop-Ups. Ich glaube, eins war Brandmunition, ich glaube Overheat oder Heatsink hieß das, glaube ich, ein Overcharger, wo man denkt, das könnte ein Aufladegedöns entweder für die Sentinel oder für die Charge Rifle sein. Dann gibt es noch einen anderen Hop-Up für die Sentinel, der Marksman hieß der, glaube ich. Habe ich auch vor kurzem erst drüber berichtet. Und die anderen beiden Hop-Ups, da habe ich schon vor Monaten drüber gesprochen. Die sind auch sehr interessant. Zum Beispiel auch mit der Sentinel. Die hat ja aktuell schon den Slot sichtbar, dass sie dem nächsten Hop-Up wohl scheinbar bekommt. Wahrscheinlich ein Multi-Hop-Up. Zwei verschiedene kann sie dann wahrscheinlich tragen. Deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass da auf jeden Fall in Sachen Hop-Ups mehr Möglichkeiten bestehen, den gesamten Loot-Pool auf den verschiedenen Maps so ein bisschen aufzufüllen und dass nicht jede zweite Kiste extrem leer ist, weil dann kaum noch was drin ist. Wie oft machst du eine Kiste auf, da sind zwei, drei weiße Schilder oder Knockdowns drin. Alles schon oft genug erlebt. So, das dazu. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt. Es wird echt, echt interessant. So, dann wollte ich euch noch schnell informieren, dass der Name des neuen oder dem zukünftigen Event, dem Caustic Town Takeover Event auf Kings Canyon bekannt ist. Es gab einen kleinen Post, der in Verbindung mit dem Switch Release steht. Und dort hat sich ja entweder versehentlich oder absichtlich Respawn vielleicht ein bisschen verplappert, wo steht, dass das Switch-Debüt parallel zum Chaos-Theorie-Event startet. Und jetzt muss ich nochmal lügen. Oh Gott, war es Anfang März? Ich weiß gar nicht mehr, wann genau startet nochmal der Release. Ich habe es zwar selber erzählt, aber ich habe jetzt den Release-Termin tatsächlich vergessen. Also können wir davon ausgehen, dass, glaube ich, Anfang oder spätestens Mitte März auch das Chaos-Theorie-Event rund um Caustic stattfindet. Und es soll wohl ein Collection-Event sein, wie das aktuelle Anniversary-Event. Und deswegen blende ich auch hier noch mal das Erbstück von Bangalore ein, denn das Erbstück von Bangalore soll beim Chaos-Theorie-Event erhältlich sein. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob das tatsächlich so kommt. Lasst mich jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr von den Informationen haltet. Ich persönlich würde die Implementierung gar nicht schlecht finden, auch wenn ich ehrlich gestehen muss, es kann natürlich viele positive und auch viele negative Aspekte haben. Zum Beispiel das Evo-Shield. Ich könnte mir vorstellen, dass es Anpassungen im Evo-Shield gibt, denn wenn ich jetzt schon mit einem weißen Evo-Shield starte, habe ich es natürlich auch schneller auf Rot. Das ist zwar nur minimal, von Weiß auf Blau geht relativ flott, aber ich gehe davon aus, dass es auch da Anpassungen geben könnte. Deswegen haut eure Meinung komplett raus, auch wenn ich das jetzt wahrscheinlich zum fünften Mal erwähne. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben.
Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es jetzt schon wieder von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.